Wir beginnen gleich mit diesen Volkshelden, die deutschen Avengers. Doch um das zu verstehen, werfen wir einen Blick darauf, was alles geschah. Wie es hier unglaublich schwer zu erkennen ist, war das Hauptthema die türkische Politik. Und nicht allzu kurz kam die Islamophobie, was das Flaggschiff unter den Medienbeiträgen war und ist. Doch mit Abstand sorgte dieser charismatische Gentleman für die härtesten Schlagzeilen. Der türkische Staatspräsident Erdogan. Hier ein Titelblatt von der Spiegel. Deutsches Propagandablatt zeigt Minaretten der Moschee als Raketen und verbreitet Kriegsstimmung gegen Türkei. So berichtet der Muslim Stern. Sofa-Strategen der Fokus sagen: Die türkische Pegida wird massiv vom türkischen Staat unterstützt. Zudem sagt Focus Online: Das alles ist brandgefährlich. Ja, wie gut, dass wir an jeder Ecke einen Feuerlöscher haben, der die Farben der Nationalflagge der Türkei trägt. Ist das nicht klasse? Die arme Welt berichtet: Das Urteil der EU über Erdogans Türkei ist vernichtend. Der kleine Praktikant der Welt kommentiert: Jetzt rechnet die EU mit Erdogan ab. Wir können uns so glücklich schätzen, dass wir so einen Mathe-Genie haben, der den hoch angesehenen Grundkurs in Mathe belegt hat. Wahnsinn! Scheinbar hat der junge Hüpfer einen Tag vorher Hitlers Aufstieg im seriösen TV-Sender RTL 2 sich reingepfiffen. Schauen wir uns an, was der Staatspräsident zu sagen hat. Uns ist es egal, was der George oder Hans sagt und über uns redet. We love to entertain you. Doch auch einem türkischen Staatspräsidenten reißt einmal der Geduldsfaden. Und wenn dieser gerissen ist, wie zum Beispiel beim Schmähgedicht über Erdogan, worin er auf übelste Art und Weise beleidigt wurde von diesem hochbegabten Dichter, der dichter ist als alle Dichter, und zudem negative Laune zwischen den deutschen und den türkischen Bürgern sorgte, mutiert auch ein Präsident zum Incredible Hulk. Gewalt ist keine Lösung, aber eine Option. Da der Staatspräsident eine Vorbildsfunktion einnimmt, erstattet er ordnungsgemäß eine Strafanzeige. Ist das nicht großartig? Und weil es so schön war und rechtlich zulässig ist, darf jeder mal. Auch Kim Jong-un folgte diesem. Warum auch nicht? Zurzeit sind so viele Satire-Videos und Nachrichten im Umlauf, dass die einheimischen Türken denken, dass die deutsche Medienwelt von Recep Tayyip Erdogan kontrolliert wird. So die türkische Zeitung Sabah. Passend dazu zitiert ein Unbekannter am 12. Mai folgendes: Wir haben in Deutschland mittlerweile mehr Islamexperten als Muslime. Schauen wir doch mal uns einige Schlagzeilen aus diesem Jahr an. Sprengstoffanschläge auf Moschee und Kongresszentrum in Dresden. NSU-Prozess. Weiterer Todesfall im Umfeld von NSU-Zeugen. Justizskandal. NSU-Akten gelöscht. Fremdenfeinde attackieren in Sebnitz mehrere syrische Kinder. Lieber Nazi als Moslem. Moschee mit fremdenfeindlichen Motiven beschmiert. Zwei rechtsextreme Gewalttaten pro Tag in Deutschland. Islamfeindlichkeit in Deutschland hat zugenommen. Mann bespuckt Frau wegen Kopftuch. BKA zählt hunderte Fälle in 2016. Angriffe auf Flüchtlingsheime reißen nicht ab. Terrorverdächtiger begeht im Gefängnis Selbstmord. Wie man hier sieht, in Deutschland läuft's. Parallel dazu wird in der Türkei am 15. Juli in der Nacht ein Putschversuch ausgeübt. Der türkische Präsident entkommt ganz knapp einem Attentat und wandte sich über eine Handy-Live-Übertragung an das Volk. Und das Volk reagiert sofort. Sogar die Mütter gingen auf die Straße. Halbe Stunde später wird der erste türkische Militärpanzer von ganz normalen Zivilisten erobert. Hier eine Handyaufnahme aus dem Panzer eines Zivilisten. Herr Präsident, machen Sie sich keine Sorgen. Den Panzer hier haben wir unter Kontrolle. Schauen wir uns doch mal an, wie die deutschen Medien über den Putsch berichteten. Ja, NBC News hat vorhin gemeldet, unter Berufung auf einen ranghohen US-Militär, dass Erdogan angeblich in Europa irgendwo Asyl suche. Bis heute ist es immer noch unbekannt, ob es ernst gemeint oder Satire war. Und die Bild mischt kräftig wieder mit, um negative Stimmung zu verbreiten. Hauptsache der Türke wird zum Toben gebracht.
Wochen vergehen und anstatt deutsche Politiker mit der Türkei aufrichtig solidarisieren, treffen sie sich lieber mit den üblichen Verdächtigen. Das liegt aber auch daran, dass bei Gargamel, bekannt auch als die Dampfmaschine, zurzeit die Krise herrscht, denn das Cannabis-Gesetz der Grünen schreitet nur sehr langsam voran. Nicht wunderlich ist dann auch, dass der türkische Staatspräsident logischerweise eine Blutprobe fordert, um den THC-Wert zu überprüfen. Im Abendland gibt es neben der grenzenlose Liebe zur türkischen Politik auch was für das Lachgetriebe, wie zum Beispiel die AfD. Diese sorgen immer wieder für migrationsfreundliche Stimmung. Da werden sogar Türken rechtsradikal. So kennen wir die Jungs. Möglicherweise könnte was Wahres dran sein, denn die Islamisierung in Freistädtchen im Abendland nimmt langsam Gestalt an. Für Bayern-Fans heißt es in Zukunft Jellabier für Männer statt Lederhose. Und die Doppelmoral schreibt jetzt seine eigene Geschichte. Wer darf da natürlich nicht fehlen? Richtig, der junge Praktikant. Man hat es nicht einfach als Praktikant. Vor allem, wenn Filme zur Realität werden, die man einen Abend vorher sich angeschaut hat. Wie zum Beispiel Der Untergang. Seit neuestem wird der türkische Staatspräsident auch als der Diktator betitelt. Wir haben ihn auf frischer Tat ertappt, den Diktator. Im November verkündigt er Folgendes. Jeder soll ab sofort jedes Medikament, sei es auch Krebsmedikamente, kostenlos bekommen. Ich habe alle nötigen Schritte eingeleitet. Berichtet Terhet Habeş. Unerklärlicherweise werden solche Berichte nie in den deutschen Medien ausgestrahlt. Die Trovatos gehen der Sache auf den Grund. Offensichtlich leben wir in einer Zeit, wo Beleidigungen der Persönlichkeit als ruhmreich gilt und dafür als Mann des Jahres gekürt wird. Fabelhaft! Schließlich geht es ja um die Meinungs- und Pressefreiheit. Die Kollegen von Muslim Stern haben eine ausführliche Recherche über den am häufigsten verwendeten Spruch 2016 in Deutschland, dem Land der Dichter und Denker, betrieben. Und schockierenderweise kam dieser dabei raus. Geh doch dahin, wo du herkommst! Brandenburg! 15-Jährige darf Beziehung mit einem 30 Jahre älteren Mann führen. So will das Innenministerium die Trauung von Kindern durch Imame verbieten. Ah! Auch der Praktikant scheint sich wieder vom Untergang erholt zu haben. Hier spürt man, wie die Doppelmoral aus allen Nähten platzt. Aber zum Glück ist ja die Türkei bekannt für die makellosen Textilien. Die nähen auch ganz bestimmt Europa wieder zusammen. Angriffe auf Muslime und Moscheen laufen wie gewohnt weiter. Fake-Nachrichten haben kein Ende. Kriege werden angezettelt. Angriffe auf Flüchtlingsheime steigen rapide an. Und nicht zu vergessen, die glaubwürdigen Berichterstattungen, die in Deutschland für Bombenstimmung sorgen. Fazit, so wie es aussieht, scheint wohl keine Änderung in Sicht. In diesem Sinne, frohes Altes!